Hi meine Süßen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem neuen Unboxing-Video von mir. Und zwar geht es um die Brigitte-Box, die mich erreicht hat und so sieht sie diesmal aus. Ich bin schon super gespannt auf den Inhalt und wenn ihr genauso neugierig seid wie ich, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Alles Wissenswerte zur Brigitte-Box habe ich euch unten in meiner Infobox als Homepage-Link mal reingepackt. Dort könnt ihr euch alles in Ruhe selbstständig dazu durchlesen. Und dann lege ich auch direkt mal los mit der Zeitschrift. Natürlich, da brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, ist die Brigitte enthalten zum Preis von 3,20 €, die Ausgabe Nummer 12, mit vielen interessanten Themen. Ich lese sie mir immer sehr, sehr gerne durch und werde danach auf jeden Fall auch mal in Ruhe drin stöbern. Und wie gerade schon gezeigt, so sieht sie diesmal aus, in hellgrün und blau gehalten, passend zum Sommer natürlich. Und sie ist auch sehr, sehr schwer mit dem Schleifchen, das wir jetzt zusammen öffnen werden. Sieht wirklich sehr sommerlich aus, diese Kombination. Und dann haben wir hier als erstes die Produktkarte nochmal übersichtlich alles aufgelistet. Da gucken wir ganz zum Schluss nochmal schnell drauf. Und ich lege los mit dem ersten Produkt und das ist von Batiste ein kleines Trockenshampoo, Fruity und Cheeky Cherry. 50 ml liebe ich praktisch für unterwegs in der Größe und Batiste Trockenshampoos finde ich ganz klasse. Auch das hier mit Kirschduft ist wirklich toll, finde ich klasse, dass es in der Box drinnen ist. Und von Sebamed Anti-Aging eine Augencreme mit Hyaluron-Komplex. Und das ist eine Originalgröße mit 15 ml, sieht jetzt natürlich ein bisschen größer aus, aber augencremetechnisch braucht man ja nicht so viel. Einfach vorsichtig ein bisschen auf den Finger geben, vorsichtig eintupfen. Und Sebamed, bin ich gespannt, kenne ich noch gar nicht als Augencreme. Werde ich testen und euch dann natürlich auch erzählen, wie ich das Produkt fand, aber finde ich schon mal gut. Also ich vertrage auch Sebamed sehr gut und deswegen finde ich das klasse. Dann haben wir hier von Dr. Lip Miracle Balm. For Dry Skin, Luscious Lips and Glossy Bits. Okay, ein Miracle Balm. Das hört sich doch sehr, sehr interessant an. 50 ml. Das ist jetzt zugeklebt, das kriege ich gerade nicht auf. Ist anscheinend von Make-up-Artisten empfohlen und geliebt. Und auch das hier werde ich mir natürlich mal genauer anschauen, unter die Lupe nehmen. Und bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Konsistenz ist. Und die Marke kenne ich noch nicht. Aber 100% Natur. Und werde ich testen und freue mich da auf jeden Fall drauf. Gerade bei solchen Produkten, wo ich die Marken nicht kenne, bin ich immer sehr, sehr gespannt. Dann haben wir hier Teekampagne, genau, Teelings Pure, ein Grüntee-Extrakt, entkoffeiniert. Das ist so eine Packung, also so eine Döschen. Und Erwachsene nehmen zweimal täglich zwei Kapseln. Ach, das sind Kapseln, zusammen mit einer Mahlzeit. Unzerkaut und reichlich Flüssigkeit am besten. Wasser. Da muss ich mal gucken, ob ich das nehmen kann, weil ich dann stillen möchte. Mal schauen, also ich werde es mir nachher nochmal durchlesen, aber ansonsten kann das mein Mann nehmen und mal gucken, ob dieses Nahrungsergänzungsmittel was für ihn ist oder nicht. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr gesund an. Ihr könnt mir auch gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr schon Erfahrungen mit den Sachen gemacht habt. Die Box ist schon länger, ausgeliefert worden. Und vielleicht habt ihr eure schon geöffnet und die gleichen drinnen. Dann habe ich hier von Sexy Hair, Healthy Sexy Hair. Was ist das? Leave-in Treatment. Okay, Soja Want It All 22 in 1. So. Und das gibt man sich dann in die Haare. Genau, das hat so einen Sprühkopf. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe schon einiges getestet von Sexy Hair und war eigentlich immer sehr zufrieden, gerade jetzt mit diesen Sachen. Und da werde ich mal gucken und euch dann natürlich auch erzählen, wie ich das fand. Finde ich super, dass es in der Box drinnen ist. Ich war, wie gesagt, jetzt immer angetan von den Sachen. Und das ist noch lange nicht alles, was wir hier haben. Von Veleda habe ich hier Nachtkerze, eine revitalisierende Handcreme. Und die hatte ich, glaube ich, meiner Meinung nach auch schon mal und habe sie auch schon mal getestet. Für gut empfunden und praktisch für unterwegs in der Handtasche. Diese Größe 10 ml. Veleda finde ich sehr, sehr gut, auch Nachtkerze. Vom Duft her und von der Pflegewirkung für die Hände finde ich super. Dann haben wir noch ein paar Sachen von Veleda. Ach so, das ist eine ganze Pflegeserie aus dieser Nachtkerzenreihe. Einmal hier noch die Cremedusche und einmal hier noch die Pflegelotion. Also alles Probiergrößen. Aber gut, so wie gesagt für unterwegs
Natürlich super praktisch, wenn man auf Reisen ist und in Hotels und so weiter und so fort, da reichen ja diese 20 Milliliter jeweils aus. Und ich war, wie gesagt, auch immer restlos begeistert von der Pflege. Dann haben wir hier von Montel Paris, wenn man das ausspricht, Pro Be Active. Und zwar eine Activating Day Cream, also so eine Tagescreme mit 25 Millilitern. Da muss ich mal schauen, also Anti-Aging steht hier drauf, ob ich die vertrage oder nicht. Ich habe ja sehr sensible Haut und da muss ich einfach mal gucken. Ansonsten werde ich sie natürlich verschenken. 25 Milliliter haben wir hier drinnen. Montel als Marke sagt mir auch noch nichts, kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht getestet, aber ich bin schon sehr gespannt. Und wie gesagt, ich lasse mich da auch immer sehr gerne überraschen. Aber da muss ich einfach mal abwägen, ob ich das vertrage oder nicht. Ansonsten wird das weiter verschenkt. Dann habe ich hier von 4711 Aqua Colonia Lime and Nutmeg Erfrischend. Das ist ein Duschgel. Ich wusste gar nicht, dass 4711, das kenne ich nur als dieses Wasser. Was ist das eigentlich für ein Wasser? Irgend so ein Wasser. Aber nicht als Duschgel. Und Lime and Nutmeg hört sich sehr vielversprechend an, 75 Milliliter. Ich werde mal gucken, ich werde es mal testen. Also es lacht mich schon an. Ich bin gespannt und werde euch dann natürlich auch spätestens in einem meiner Aufgebraucht-Videos erzählen, ob ich das Produkt gut fand oder nicht. Aber jetzt spricht es mich auf jeden Fall im ersten Moment definitiv an. Und dann haben wir natürlich auch nochmal ein extra Produkt und das ist so toll, das packe ich gleich in den Kühlschrank. Von Rauch, Make Your Day a Happy Day, Cassis Spritz. Ich liebe diese Getränke von Rauch, Happy Day generell, in verschiedenen Ausführungen. Ich habe schon so viele ausprobiert und getestet und wenn die aus dem Kühlschrank kommen, vielleicht noch mit Eiswürfel, super lecker, erfrischend, super spritzig. Und das werde ich, wie gesagt, jetzt in den Kühlschrank packen und freue mich da wirklich drüber, dass das jetzt hier noch mit drinnen ist. Kann man nicht meckern. Dann habe ich hier noch von Smart Sun ein UV-Indikator. 5 UV-Bänder. Das ist interessant. Misst die gesamte UVA- und UVB-Strahlung, der sie während eines Tages ausgesetzt sind. Okay, in Gelb, in Peach und dann irgendwie in Rosa. Und dann kann man gucken, dass es so zuverlässig vor Sonnenbrand schützt. Das ist super interessant. Ich werde es testen und euch dann auf Facebook oder Instagram berichten, wie ich damit zurechtgekommen bin und wie das überhaupt genau vonstatten geht. Vielleicht habt ihr das ja selber schon ausprobiert und schreibt es mal gerne mal unten in die Kommentare rein. Sorglos Sonnen, mehr Sonnencreme verwenden und Sonne meiden. Also das verändert die Farbe. Cool, also das ist richtig cool. Ist auch anscheinend neu von Smart Sun. Das finde ich ganz, ganz toll, dass so ein Produkt mit drinnen ist, weil gerade so im Sommer sonnentechnisch kann man nie genug aufpassen. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Flyer von Montel. Was haben wir hier noch? Von 4711 nochmal so ein Booklet von Batiste und dann von Shop Apotheke nochmal so ein Rabattgutschein und von T-Kampagne auch nochmal so ein Angebot, dass man sich nachbestellen kann. Und wie gesagt, hier die Produktkarte und da gucken wir jetzt einfach mal zusammen schnell mit drauf. Einmal das belebende Aromaduschgel für 4,70 Euro. Die Probiotic Activating Day Cream für 24,50 Euro, 25 Milliliter, ganz schön happiger Preis. Dann Smarter Bräun mit UV-Armband. 5er Set kostet 3,95 Euro, ist eigentlich auch ja, preiswert, muss ich sagen, für so ein tolles Produkt. Ja. Die Veleda Körperpflegeserie 5,15 Euro. Healthy Soya Want It All von Sexy Hair 100 Milliliter 24,95. Ja, die Preise sind auch nicht gerade günstig von Sexy Hair, aber gut. Dann Sebamed Anti-Aging Augencreme 15 Milliliter für 10,48 Euro. Miracle Balm haben wir hier für 16,50 Euro. Für 15 Milliliter auch ein stolzer Preis. Das Batiste Dry Shampoo Cherry 50 ml für 1,79 Euro. Die Happy Day Spritz, das Getränk von Rauch für 99 Cent. Und Teelings Grüntee Extrakt Kapseln 120 Stück für 14,50 Euro. Genau. Also hier nochmal eine Produktübersicht. Das Foto, muss ich sagen, bin ich wieder sehr, sehr zufrieden. Das Getränk als Bonbon und natürlich das Magazin nicht zu vergessen, die Brigitte Zeitschrift. Oh mein Gott, für, ich meine, nicht mal knapp 30 Euro.
sehr gute Auswahl wieder getroffen. Ich werde mich durchtesten, viele bekannte Produkte mit dabei, viele nicht bekannte, und da werde ich mal schauen. Ich werde euch erzählen, wie ich die fand, in einem Haul Review Video oder natürlich dann auch in einem aufgebraucht Video oder auf Instagram oder Facebook, wenn ihr mir dort folgt. Alle 2 Monate gibt es die übrigens neu, die Brigitte Box, und ich war beide Male jetzt begeistert und kann sie euch ans Herz legen. Sind sehr, sehr viele Produkte mit dabei. Und auch diesmal bin ich wieder sehr zufrieden damit. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich über euer Feedback, über ein Däumchen nach oben oder auch ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns gerne in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Herzies. Bis dahin. Tschüss.